Hello again, meine Liebe, mein Lieber. Happy morning in the morning. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund. Ja, du siehst die Karten schon. Ich hatte schon gestartet mit meinen Videos und meinen Botschaften und dann ist natürlich das Handy abgebrochen. Und ja, und ich war halt einfach so schön schon drin in dieser Energie und dachte mir, ich werde die Karten nicht nochmal neu mischen, sondern ich werde genau diese Botschaft auch nehmen, denn diese ist heute Morgen auch gefallen und werde jetzt nochmal kurz das einleiten, was ich vorher schon eingeleitet hatte, bevor ich jetzt wieder in die Deutung übergehe. Und zwar stelle ich seit neuestem selber Cremes her. Ne? Ihr wisst ja alle, ich bin so eher der autarke, freie Mensch sozusagen oder bin es halt auch in den letzten 2 Jahren durch die äußeren Umstände auch in diese Richtung gekommen, gegangen, gewollt und bewusst natürlich und habe jetzt angefangen, meine eigenen Cremes herzustellen und da wir ja gerade Winter haben und ich auch einfach eine sehr trockene Winterhaut in Anführungsstrichen habe und auch sehr, sehr viel draußen bin durch meine Tiere, habe ich jetzt eine wunderbare Creme hergestellt, die perfekt abgestimmt ist für Haut, die auf Kälte reagiert, beziehungsweise die halt einfach auch dazu neigt, durch die kalte Winterzeit sehr trocken zu sein, gerade die Waden, die Hände, das Gesicht, je nachdem. Und weil das alles jetzt noch so in den Kinderschuhen steckt, in den Anfängen steckt, ich am Ausprobieren bin, weil ich möchte wirklich eine Creme, die nur mit natürlichen Zutaten ist, ne? Also die Shea Butter aktuell zumindest als Hauptgrundlage und probiere mich da jetzt mit mehreren Möglichkeiten aus, ne? Und es ist aber wirklich nur ja, natürliches Zeug drin, ne? Und es haltbar zu machen, beziehungsweise haltbar ist relativ gesagt, ne? Ich mache mit Zitrone und mit Teebaumöl, kann ich es schon länger haltbar machen, aber inwiefern es dann tatsächlich lange haltbar ist, weiß ich im Endeffekt selber nicht. Das ist jetzt alles so in der Forschung, weil so wie alles, was aus meiner Hand kommt, entspricht meiner Erkenntnis, meiner Vorstellung, meiner Forschung, meiner eigenen Forschung sozusagen und mein eigenes Produzieren aufgrund von meiner Erfahrung und so weiter und so weiter. Also alles nur meins, nicht keine Statistik, keine Quelle, gar nichts, nur ich und meine Naturprodukte und meine positive Energie. Und wer jetzt Lust hat an so einem kleinen Döschen als Probe, kann natürlich für 5 Euro für die Portogebühr sozusagen, weil die übernehme ich natürlich nicht. Ich muss halt hier aber auch erstmal schauen, wie ich das überhaupt mache mit dem Verschicken, so ein kleines Pröbchen sozusagen, weil es ist ja wie so ein kleines Marmeladenglas sozusagen. Es hält aber echt lange, weil sie sehr, sehr, sehr ergiebig ist, muss ich sagen. Hab aber auch leider keine Ahnung, inwiefern sie jetzt lange hält. Deswegen kann ich nur die Bestellungen so annehmen, dass ich die dann auch wirklich ganz, ganz frisch mache, damit sie halt eben auch so lang wie möglich halten, was ich natürlich jetzt noch gar nicht weiß. Wenn Interesse besteht, mich einfach anschreiben und für 5 Euro bekommt jeder von mir so eine Probe zugeschickt. Genau. So, und jetzt gehe ich weiter in der Deutung. So, hier geht es um einen sogenannten erzwungenen Urlaub, erzwungenen Rückzug. Das heißt, entweder bist du krank, hast eine Erkältung, hast eine Grippe, hast ein gebrochenes Bein und liegst im Bett sozusagen. Oder du hast jetzt Zwangsurlaub, gibt es auch für viele, die in Berufen arbeiten, wo in der Winterzeit Flaute ist. Die sind jetzt auch in einem sogenannten Zwangsurlaub. Oder weil bestimmte Betriebe jetzt um die Weihnachtsfeiertage den Laden schließen und du bist im Zwangsurlaub sozusagen. Und dieser Zwangsurlaub
gibt sehr, sehr viel Erkenntnis, ne? Und wir haben ja jetzt den Vollmond am 19. im Sternzeichen Zwilling sozusagen. Und der Zwilling oder das Luftzeichen steht insbesondere für Kommunikation und aber auch für das Lernen und das Gelernte weitergeben, das Gelernte weitergeben, weiterlehren. Also, ne, das ist so Kommunikation aufgrund von Analysieren, Forschen und das Erforschte, das Erkannte weitergeben sozusagen. Und das passt wie die Faust aufs Auge hier in diesem Zwangsurlaub, geht es nämlich auch um Erkenntnis, um etwas zu verstehen, was man jetzt durch den Zwangsurlaub zwangsweise ja, sich anschaut und zu Erkenntnissen kommt. So, hier geht es nämlich um die Zusammenkunft zweier Menschen, um das Kennenlernen zweier Menschen, um das Verlieben zweier Menschen oder um die Versöhnung zweier Menschen, die sich schon länger kennen, aber vielleicht aufgrund von diversen Umständen auseinandergegangen sind oder aufgehört haben, miteinander zu sprechen. Das kann auch sein. Also ich meine jetzt im Sinne von, man ist irgendwie zusammen, aber man hat sich nichts mehr zu sagen, sozusagen. Oder es findet halt überhaupt kein Austausch mehr statt, gerade, ne? Und in dieser Zwangspause sozusagen, in dieser jetzigen aktuellen Zwangspause, es kann natürlich auch sein, dass ihr getrennt seid und jetzt halt leider auch die Weihnachtsfeiertage alleine verbringen dürft oder müsst. Nicht alleine im Sinne von wirklich alleine vielleicht, aber halt nicht mit dem Menschen oder den Menschen, mit denen ihr es gerne würdet. Und diese Ruhephase führt zu einer wichtigen, sehr, sehr wichtigen Erkenntnis in der Liebe. Also entweder lernst du jetzt in diesem Rückzug jemanden kennen, wo ihr euch natürlich verliebt und wo aber auch es ein wundervoller Neubeginn ist, der wirklich ernsthaft ist, ne? Also hier geht es jetzt nicht um eine Affäre, um irgendwie was Lockeres oder Loses, sondern hier geht es wirklich um einen ehrlichen Neubeginn zwischen zwei Menschen, die sich entweder gerade kennengelernt haben, noch kennenlernen werden oder die sich schon kennen und aber einen Neubeginn wagen. Ich habe hier zweimal Neubeginn. Einmal den Neubeginn, dass es hier wirklich um was Ernstes, um was Festes geht. Und ich habe hier unbeschwerter Neubeginn durch Erkenntnisse, weil man hier auch loslässt. Das kann bedeuten, dass man einerseits wieder aufeinander zugeht und in einer neuen Bewusstseinsebene ist, weil man was verstanden und begriffen hat und dadurch auch abgelegt hat über das, was man sich zum Beispiel in der Vergangenheit gezofft hat, gefetzt hat oder. Es kann sein, dass sich hier zwei Menschen kennenlernen, die endlich geschafft haben, ihre Vergangenheit abzulegen, ja, weil jeder hat ja auch in seinem Leben Erlebnisse oder ja, Erlebnisse, egal jetzt ob negativ oder positiv, und münzt diese ja auch immer unbewusst in die Zukunft, lässt diese unbewusst in die Zukunft mit einfließen. Oder nur so diese negativen Anhaftungen. Das ist so dieser Neubeginn. Egal in welcher Situation, ob ihr euch kennt oder nicht, oder ob es zwei Fremde sind, weil jeder bringt ja irgendwo Vergangenes mit, ne? Positiv oder negativ, das spielt ja auch keine Rolle. Aber es geht darum, dass hier jemand oder ja, jemand wirklich negative Themen oder Anhaftungen losgelassen hat, damit es sozusagen in der Liebe, egal ob alt oder neu, einen unbeschwerten Neubeginn geben kann. Und deswegen trifft es auch auf Menschen zu, die sich entweder gerade kennengelernt haben, neu kennen, noch kennenlernen oder sich schon kennen. Oh mein Gott, ich habe gerade das Gefühl, ich habe mich gerade 20 Mal wiederholt. Also wenn es so sein sollte, sorry. Aber man will halt auch immer so viel wie möglich
mit reinnehmen, was an Botschaften reinkommt. Und ja, okay, ja, man sieht halt hier eben auch wunderschön. Wir sehen hier den Turm, der für die hohen Grenzen steht, für den Kopf steht, und das Buch für das Unbewusste steht und aber auch dafür, dass ein neues Kapitel aufgeschlagen werden will und werden wird, weil wir haben es ja hier schon, das sind die Klärungskarten, ne? Also hier geht es wirklich um jemanden, der getrennt ist, die getrennt sind oder sich auch gar nichts mehr zu sagen haben, die auch gar nicht mehr miteinander kommunizieren, wo halt einfach gar nichts mehr geht sozusagen. Ja, und aufgrund von Unsicherheiten, Zwiespalt oder der Tatsache, dass man sich hier nicht festlegen wollte, aufgrund von Unsicherheiten, Ängsten oder, hat man sich halt ganz spontan oder unverhofft und unerwartet getrennt. Ja, vielleicht gab es einen kurzen Streit oder einen kurzen Zoff, aber man hat sich halt eben getrennt. Und diese Trennung war eigentlich goldrichtig oder ist goldrichtig, weil hier, ne, ihr seht selber, die Sonne auf die zwei der Kelche, hier entfacht eine Liebe, hier bekennt man sich zur Liebe, hier geht es wirklich um einen Neustart in der Liebe, weil man alte Thematiken losgelassen hat, alte Verletzungen losgelassen hat, auch alte Diskussionen oder alte Streitigkeiten losgelassen hat, ne? Das kann so vieles sein, ne? Es kommt halt auch immer drauf an, ob du gerade jemanden kennenlernst oder gerade jemanden neu kennengelernt hast oder ob du noch in einer Verbindung mit jemandem bist, auf den du wartest, dass er zurückkommt, weil ihr noch nicht alles ausgesprochen habt, ne? Oder weil das einfach noch gar nicht das Ende gewesen sein kann bei euch, ne? Aber hier kommt man zusammen, hier gibt es einen Neubeginn, hier ist alles auf neu, weil man die vergangenen Blockaden losgelassen hat und damit ja, zusammen in eine Verwurzelung geht oder halt die Liebe zueinander, die Gefühle zueinander stabil werden oder sind schon, ne? Ihr wisst ja, wie es mit der Zeit ist, und was zu positiven, nachhaltigen Veränderungen in der Liebe führt. Es kann auch sein, und es kommt mir jetzt gerade so rein, dass es hier auch um eine Schwangerschaft gehen könnte, weil wir haben die Verwurzelung in der Beziehung zu zwei Menschen und wir haben die Fruchtbarkeit zwischen diesen beiden Menschen mit der Sonne. Könnte es wirklich, wirklich darum gehen, dass es hier um eine Neugeburt geht. Also hier geht es ja sowieso um eine Neugeburt zwischen zwei Menschen in der Liebe. Aber es kann auch sein, dass hier wirklich noch jemand dazukommt. Okay? Ist wahrscheinlich für die allerwenigsten von euch so, aber hier wird die Liebe, die entfacht, die entfaltet sich. Ne? Hier hat man Blockaden gelöst, Blockaden hinter sich gelassen sozusagen. Ich habe zwar jetzt hier den Herzensmensch und das Kreuz. Es kann natürlich einerseits bedeuten, dass du hier in einer karmischen Verbindung gesteckt hast, wo man es geschafft hat, der eine oder der andere oder beide, wie auch immer, karmische Anhaftungen loszulassen, hinter sich zu lassen, zu heilen. Heilen ist ein schwieriges Wort, weil es geht gar nicht ums Heilen, es geht nur ums Loslassen, ne, eigentlich. Oder der Herzensmensch speziell seine karmischen Anhaftungen losgelassen hat oder auch seine Probleme losgelassen hat, seine Belastungen losgelassen hat, die ihr in dieser Verbindung hattet oder habt. Oder wenn ihr euch neu kennengelernt habt, diese alten karmischen Sachen endlich geschafft hat, durch alte Beziehungen loszulassen und jetzt frei in die neue Liebe starten kann, kann natürlich auch sein. Ne? Das ist von deiner Situation abhängig, in welcher Situation du gerade steckst. Wie auch immer,
Es geht wunderschön bergauf in der Liebe, weil jetzt auch die Herzensmenschen, die Prinzen sozusagen, sich von karmischen Anhaftungen befreit haben, befreien konnten, um sozusagen neu in die neue Liebe, in die neue Beziehung, in die neue Verbindung starten konnten. Und das äußerst nachhaltig, weil mit den Störchen geht es ja auch nicht nur um was Neues, sondern mit dem Nah und den Störchen geht es um das nachhaltige, neue, bewusste, weil man einfach sehr, sehr viel bewusster einfach auch ist. Ne? Auch schon durch die vier der Schwerter hier. Also hier würde ich sagen, hier hat jemand seine alte Festplatte komplett gelöscht. Ja, und durch dieses alte Löschen dieser alten Festplatte, wo schon so viel Negatives drauf war, hat man jetzt gelöscht, sozusagen, dass jetzt endlich man sich auf das Neue wirklich einlassen kann, wo man auch das Alte nicht mit in die neue Verbindung bringt, weil man sagt, nee, das habe ich, war vergangen, habe ich da erlebt, hat aber nichts mit dem jetzigen Partner zu tun. Also eine wunderschöne Legung und ich bin Gott froh, dass ich kein neues Blatt gelegt habe, denn genau so sind die Energien. Wir haben Vollmond in den Zwillingen, steht auch für Klärung, Kommunikation und so weiter. Und in diesem Sinne ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Deine Sandra.